Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Imperiumsmitglieder, bei einer weiteren Tierlist, die ich zum 35-jährigen Jubiläum des Klempner Super Mario gerade am Erstellen bin, in welchen ich Ranglisten rund um das Thema Super Mario erstelle und gerade aktuell mich daran gewagt habe, weil es sich für meinen Content derzeit am besten anbietet. Und heute möchten wir uns Endbosse anschauen, und zwar die Endbosse aus Super Mario Odyssey. Warum Odyssey spezifisch? Das liegt daran, dass gerade bei den älteren Super Mario 3D Spielen, in dem Fall Super Mario 64 und Super Mario Sunshine, nur wenige Gegner tatsächlich da sind, die man als Endbosse qualifizieren könnte. Das liegt daran, dass Super Mario anders als Banjo-Tooie und Donkey Kong 64 darauf verzichtet hat, Endbosse am Ende jeder Welt hinzuzufügen. Genauso übrigens wie auch Banjo-Kazooie zu Anfang, weil es einfach nicht wirklich in das Konzept von Collectathons reingepasst hat. Da wollte man zunächst in den Vordergrund stellen, dass man die Welten erkundet und Sachen einsammelt. In Odyssey ist es auch so. Diese Gegner sind mehr Zwischenbosse oder Bosse zu einzelnen Aufgaben, wo man dann vielleicht einen Dreiermond bekommt. Nicht Endbosse im klassischen Sinne, dass man sie braucht, um die Welt abzuschließen. In jedem Fall gibt es aber in Odyssey davon am meisten, wenn es in 64 vielleicht 3 gibt, wenn man großzügig zählt. Ja, doch 3. Und in Sunshine eigentlich nur den Blooper, oder? Und selbst der Blooper ist ein bisschen fragwürdig, weil der kommt 3-mal vor. Jedenfalls, ja. Ist das der Grund, warum wir hier vor allem von Super Mario Odyssey sprechen? Warum es bei den anderen Super Mario Spielen keinen Sinn gibt, darüber zu reden? Man könnte jetzt auch vielleicht in den New Super Mario Bros. Spielen darüber reden. Das ist dann durchaus eher eine Überlegung wert. Also wenn ihr Interesse an mehr Boss-Ranglisten habt oder Endboss-Ranglisten, vor allem bei der New Super Mario Bros. Serie oder bei irgendwas anderem Mario-related, was euch einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft häufiger einschalten würdet. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne, und noch unentschlossen seid, könnt ihr gerne Imperiumsmitglied werden, indem ihr auf meinen Discord-Server kommt oder mich auf Patreon unterstützt oder Kanalmitglied werdet. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Ideen habt, welche Themen ich als Rangliste in Tiervideos, in Tierlistenvideos machen könnte. Tiervideos würde eher Julis Tierwelt machen. Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich werde schauen, ob ich genug dazu zu sagen habe und ob das umsetzbar ist. So, der erste Boss ist sehr irritierend da links. Ja, die Piranha-Pflanze. Also, es gibt keinen Boss, der eine Piranha-Pflanze ist. Was sie wahrscheinlich meinen, sind die, zum einen die giftigen Piranha-Pflanzen, die es gibt, und zum anderen die großen giftigen Piranha-Pflanzen, die es gibt. Und normalerweise besiegt man die Piranha-Pflanzen ja so, dass man ihnen einen Stein ins Gesicht schleudert und dann auf sie drauf springt. Da muss man halt aufpassen, weil sie sehr, sehr viel Gift versprühen. Ja, das ist klar. Das mit dem Gift macht sie interessant. Sind sie gute Endbosse? Ich habe keine Ahnung, warum er in dieser Liste ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß es halt wirklich nicht, weil ich würde nicht sagen, dass die Art und Weise, wie sie agieren, irgendwie einen interessanten Endboss machen würde. Daher tue ich das mal auf nicht gut. Aber man könnte genauso gut auch auf sollte nicht in dieser Liste stehen machen. Daher ignorieren wir das einfach und tun jetzt so, als hätte diese Liste nun ganz offiziell begonnen. Nämlich mit Bowser, direkt der Endboss. Bowser ist jetzt in den meisten Spielen nicht wirklich schwierig gewesen. Super Mario 64 fand ich ihn zum Beispiel eher nervig, weil bis heute kann ich nicht diese Schleudermechanik. Ja. Aber in Super Mario Odyssey war er relativ zugänglich. Ja. Es war klar, was man machen musste, um ihn zu besiegen. Und es gab einen kleinen Anspruch, allerdings würde ich sagen, er reicht nicht ganz an Super Mario Galaxy heran. Was aber cool war, war natürlich der Wechsel, nämlich dass man dann hinterher mit ihm spielen musste, nachdem man ihn K.O. gehauen hat und von dort aus dann die Flucht einleiten musste mit der absolut coolen Musik, die im Hintergrund gespielt hat. Daher würde ich sagen, dass Bowser von seiner Funktion zumindest okay ist. Ja, er ist wirklich kein überragender Endboss. Ich würde ihn nicht mal als wirklich guten bezeichnen. Aber da man zumindest einen interessanten Twist am Ende hat, wo man dann mit ihm, wie gesagt, spielen muss
und einer der coolsten Capture-Mechaniken da mit dem Spiel erfüllt, ist er zumindest okay. Haben wir einen Vogel? Der Kampf gegen den Vogel war richtig cool. Da musste man Kontrolle über einen Hothead nehmen und diese Flüssigkeit nach oben schwimmen und ihn damit gegen den Kopf springen. Außerdem natürlich aufpassen, dass er einen währenddessen nicht trifft. Hat sehr viel Spaß gemacht, der Kampf, vor allem eben, weil man in einem ganz anderen Element war. Und man musste sich natürlich ein bisschen daran gewöhnen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man, zumindest ich, den Kampf auf Anhieb meistert, weil man sich ein bisschen an die Abstände gewöhnen muss. Wie hoch springe ich, dass ich kein Hindernis berühre, während ich nach oben schwimme? Wann kann ich den Absprung wagen, um ihm ins Gesicht zu springen? Aber wenn man es dann geübt hat, ist man relativ gut drin. Ich würde diesen Endboss auf jeden Fall als gut einzeichnen. Er hat eine gute Lernkurve. Man gewöhnt sich im Laufe der Zeit dran und es macht wirklich Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Dann haben wir Donkey Kong und ich weiß gerade nicht ganz, welchen sie hier meinen. Also es gibt ja mehrere kleinere Donkey Kong Level. Auf der stockfinsteren Seite gibt es, glaube ich, eins. Da gibt es einen, bei der, wo man in Cityland gegen Donkey Kong kämpft und ihn besiegen muss. Also er ist ein schönes Throwback, ja. Aber er als Gegner speziell, ja, man muss ein bisschen bei den Fässern aufpassen, ja. Das sind aber Sachen, die waren 1984 vielleicht ganz spannend. Heutzutage funktioniert das nicht mehr so gut. Also auch hier weiß ich nicht wirklich, warum er in der Liste ist. Ich tue ihn mal auf nicht gut, weil, ja, er ist sehr unvariabel, ja. Da fliegen halt einfach Fässer und du musst ausweichen. Das ist alles, was er macht. Und du musst bis zum Ende kommen und ihn dann bitch-slappen. Das ist alles, was zu diesem Endboss gehört. Damit ist er ziemlich langweilig am Ende des Tages. Und jetzt kommen wir zu den Boodles. Und ich muss sagen, die Boodles sind jetzt, ehrlich gesagt, alle nicht so gut. Ja, da haben wir die weibliche Boodle als einzige. Die war extrem einfach. Also die hat, glaube ich, ihren Zopf nach einem geschmissen. Dann musstest du den Zopf einfach mit der Kappe berühren und ihr ins Gesicht zurückschleudern. Das war so ziemlich alles, was zu diesem Boss gehört hat. Auch sie ist nicht gut, weil das Bewegungsmuster dermaßen einfach zu durchschauen ist. Ja, man muss nur ein paar Mal, beziehungsweise man muss sie nur einmal angreifen lassen, dann versteht man eigentlich sofort, was man machen muss. Und dann muss man ihr auf den Kopf springen. Also ja, dazu gehört wirklich gar nichts. Ja, und sie hat nicht mehr wirklich spannende Moves drauf. Dann haben wir hier diese, ja, diese Pharaos Gestalt mit den beiden Händen. Einer der vielen Fälle, in welcher Nintendo einen Charakter mit einem Kopf und zwei Hände hat. Aber man hat diesmal einen wirklich coolen Twist. Denn man muss im Laufe der Zeit, während er eben zuschlägt, die Kontrolle über die Hände übernehmen und ihn dann selbst mit diesen Händen schlagen. Anstatt wie sonst, dass man die Hände erst ausschaltet und dann ihn. Und das ist dermaßen cool gemacht. Vor allem, weil es wirklich nicht einfach ist. Also er schleudert dann immer wieder. Danke, Malwarebytes. Er schleudert dann immer wieder Gegner auf einen oder klatscht mit seinen Händen zu. Da muss man dann auch schnell im Ausweichen sein. Also man kann durchaus einiges an Schaden in dem Kampf nehmen. Und man muss dann immer schnell genug reagieren, um seine Hand fangen zu können. Oder man lockt ihn auf irgendwas, was ihm wehtun würde. Ist also auch Taktik dabei. Er ist auf jeden Fall, für mich ist er auf jeden Fall einer der besten Bosse in diesem Spiel. Und weil es eben so auch mit der Fangmechanik so gut harmonisiert, weil man eben tatsächlich mit dem Boss diese Fangmechaniken ausführt, tue ich ihn auf großartig. Okay, da haben wir den Drachen, der an den Dark Souls-Gegner erinnert. Der Kampf gegen ihn ist episch, ja. Allerdings sind leider die Angriffsmuster immer gleich. Das ist, daran erkennt man, dass er kein Dark Souls Boss ist. Ja, er hat nicht drei Phasen. Aber ja, es ist dann ein bisschen, ja, du musst dann immer ein bisschen schneller sein, okay. Aber insgesamt hätte man ein bisschen mehr Variation bei den Angriffen von dem Drachen hereinbringen können. Aber ja, die ganze Atmosphäre, die dabei herrscht, dass man auf den Drachen drauf muss, um gegen ihn kämpfen zu können. Das alles ist wirklich cool gemacht. Ich würde daher den Drachen eher in Richtung okay einordnen. Ja, ich glaube okay passt ganz gut. Die Mechaniken werden schon gut genutzt, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist ja auch ein legitimer Weg, dass man
das Spiel sozusagen immer schneller macht oder es voraussetzt, dass man immer schneller reagiert, um voranzukommen. Es hätte jedoch noch einen Ticken mehr gebraucht, damit das ein wirklich runder Endboss wird, auch wenn seine Präsenz danach, wo er einfach liegen bleibt, schon cool ist. So, dann haben wir Madame Boodle, diejenige mit dem goldenen Kettenhund. Da muss ich sagen, das ist echt interessant gemacht. Weil man muss ja dort den Kettenhund fangen und muss sich dann in die entgegengesetzte Richtung von ihr bewegen, sodass man unter Spannung steht und dann den Kettenhund ihr mitten ins Gesicht schleudern. Es braucht ein bisschen, bis man das rausgefunden hat. Und danach ist es auch noch nicht hundertprozentig einfach. Es ist auch nicht schwierig, aber man muss eben natürlich den Winkel finden, der gut genug ist. Zum einen, damit man den Kettenhund fangen kann. Zum anderen, damit man sich in Position begeben kann. Man muss bedenken, es war so ziemlich der erste Boss im Spiel. Und da war man noch daran interessiert, dass man die Mechaniken langsam kennenlernt, weil man eben zuvor schon die Kettenhunde eingefangen hat. Und auch hier muss ich sagen, es ist deswegen cool, weil man die Fangmechanik auf ihr selbst einsetzt. Und für den ersten Endboss war sie schon gut. Also ich finde sie zum Beispiel deutlich besser als einfach, geh hinter meinen Rücken und werf mich. Vor allem, weil Mario darauf durchgegriffen hat. Während hier die Steuerung zumindest perfekt funktioniert und man sich wirklich ans Spiel gewöhnt. Dann, oh Gott, das ist dieser Wurm, den man in New Donk City bekämpfen musste. Das ist richtig krass. Also, da war man ja mit dem Panzer unterwegs und musste dann immer die aufleuchtenden Stellen treffen. Und wenn nicht, wurde man von allen möglichen Seiten attackiert und teilweise ist er auch ringsumher gelaufen. Da musste man immer ganz genau schauen, wie man sich positioniert, damit man keinen Schaden nimmt. Man musste sich genau überlegen, wie man wo schießt. Teilweise konnte man auch die Angriffe aufladen und dann versuchen, einen höheren Radius zu treffen. Also das war einer der Highlights der Gegner in diesem Spiel. Vor allem eben, weil man hier auch dann durch die Fangmechanik, in dem Fall mit dem Panzer, mit dem man die ganze Zeit gespielt hat, den ganz anderen Zugang hatte. Also das war wirklich etwas, das konnte man mit Mario natürlich in der Form nicht machen. Es war ein Kampf, der nach ganz anderen Regeln funktioniert hat. Dafür war es wirklich gut umgesetzt, weil man eben auch immer eine eingeschränkte Kameraperspektive hat und deswegen mit seiner Positionierung deutlich besser aufpassen musste. Deswegen für mich großartiger Endboss. Dann haben wir die Krake. Das Interessante bei der Krake ist ja, dass man zunächst mal im Level die Korken aktivieren muss und ihr auf den Kopf schleudern muss. Und dann wird sie irgendwann sauer. So, dann muss man sich einer dieser kleineren Kraken schnappen und ihr hinterher schwimmen. Und dann, sobald man über sie ist, auf ihren Kopf drauf Wasser schießen. So nimmt sie dann nach und nach Schaden und muss sie dann quer durch diese Arena verfolgen. Ist relativ gut gemacht, weil man eben tatsächlich im Laufe der Zeit immer mehr Schaden nimmt, wenn man nicht aufpasst, weil man eben nicht endlos lang fliegen kann mit der Krake. Ja, man landet immer wieder im Wasser, muss dann immer wieder runtergehen und wird natürlich trotzdem im Laufe der Zeit angegriffen. Teilweise ist es jedoch, ja, kann sie doch ein bisschen dazu ausarten, dass man einfach nur die ganze Zeit versucht, diesen Endboss zu erreichen und ihn nicht erreicht, weil er sich einfach die ganze Zeit am Bewegen ist. Hätte man jetzt zumindest einen starken Ausweichparcours, wäre das vielleicht etwas besser, aber das ist nicht der Fall. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es ein großartiger Endboss ist, aber ich würde immer noch sagen, dass er gut ist, weil der Aufbau in seine Richtung stimmt, weil man auch hier eine ganz andere Gameplay-Situation hat, weil man eben mit einem Wesen kämpft, mit dem Mario sonst nie kämpfen würde. Oder was heißt, also Mario würde halt nicht so kämpfen, das möchte ich damit aussagen. Mario würde nicht in der Art und Weise kämpfen, wie man damit kämpfen kann. Das sind ganz neue Fähigkeiten, die auch hier getestet werden. Und das mag ich immer. Das wurde, glaube ich, auch schon davor etabliert. Wenn man, während man kämpft, oder durch ganz andere Bosse davor neue Fähigkeiten anwenden muss, die man davor noch nicht kannte, sind die Kämpfe auch dynamisch und fühlen sich auch lebendiger an, als wenn man einfach immer die gleichen Mechaniken verwenden würde. Teilweise macht man das in Legend of Zelda zum Beispiel, indem man unterschiedliche Items hat. Ja, das ist auch eine Option, die dann unterschiedlich benutzt werden. Hier eben durch die unterschiedlichen Fangmechaniken, die finde ich sogar noch ein bisschen besser sind als die unterschiedlichen Items. Okay, dann haben wir den Kollegen hier.
Der Lanky Kong aus der Budelreihe, der wirft, glaube ich, seinen spitzen Hut und ja, der rollt dann rum. Ja, du musst dann umdrehen und draufspringen und ihn auf den Kopf drauf fliegen. Auch das ist ein absolut vorhersehbares, langweiliges Muster. Also auch hier haben wir einen Boss, der absolut nicht gut ist. Die Budels kommen echt nicht gut weg. So, jetzt haben wir aber die Kombination der Budels, ja, dieser Roboter, der ist asozial teilweise. Also da kann man wirklich, wirklich Schaden nehmen. Vor allem eben, weil er tatsächlich, anders als die anderen Endbosse, in gewisser Weise Phasen hat. Je nachdem, wie viele der Budels du besiegt hast, ändert er sein Angriffsmuster etwas. Und du musst dann eben auch ihn oder zunächst dafür sorgen, dass du auf ihn draufkommst, indem du dich im Feld herumbewegst und dann von dort aus Schaden machen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du, solange du unten bist, der ein bisschen auf deine Feldumgebung achten musst, dann warten musst, bis du ein Wesen fängst, mit dem du auf die Budels drauf kannst, dann eben auf einen Angriff warten musst, wo es passt, dass du den Weg nach oben beschreitest. Und ich finde es eigentlich immer relativ gut gemacht, wenn du also eine Verbindung hast zwischen, ich muss Distanz wahren, aber ich muss wissen, wann ich mich nähere und ganz genau auf das Angriffsmuster achten. Daher würde ich sagen, gehört das doch zu den guten Endbossen, die das Spiel zu bieten hat. So, jetzt haben wir hier die beiden anderen Kollegen. Ja, ich muss sagen, der mit dem Gift, der kann zumindest ein bisschen was, ja. Also der verstreut sehr, sehr viel Gift. Und wenn ich nicht aufpasse, dann kann ich da durchaus Schaden nehmen. Also bei dem ist es möglich zu sterben, wenn man allzu schludrig ist. Deswegen bekommt er von mir als einziger ein Okay. Aber auch nur, weil sein Angriffsmuster zumindest etwas interessanter ist und man das nicht einfach auf Anhieb durchschauen kann. Aber hier auch der verrückte Hutmacher, ja, einfach alle Mützen mit der Kappe weghauen und ihn dann auf den Kopf springen, kein Problem. Auch er ist alles andere als eine Offenbarung als Endboss. Aber wie gesagt, der Lilla, ne, der kann schon ein bisschen was. Also da muss man dann zunächst mal das ganze Gift beseitigen, aber wenn man das Gift auf dem Feld beseitigt mit der Kappe, dann ist man natürlich auch, ja, oh Gott, anfällig. Ja, ich hatte gerade vulnerable die ganze Zeit im Kopf. Nee, du bist dann anfällig gegenüber allen möglichen Attacken und musst dann, ja, dann, musst du dir genau überlegen, was du wie wo machst. Und wenn du stehen bist, kann es sein, dass du aus Versehen reinspringst und dann trotzdem Schaden nimmst. Also, das ist schon... Auch wenn es jetzt wehtut, ihn im gleichen Tier wie der Drachen zu sehen, aber ja, das kann schon ein bisschen spannender werden. So. So, dann haben wir hier zwei Forstlandgegner. Zum einen Mechaflori und zum einen den Ubo. Und ich erinnere mich, dass beide eigentlich ganz gut waren. Also Mechaflori, der hat ja die Laser geschossen. Und man musste dann diese Knolle nehmen und von unten sich gegen ihn drücken. Da war halt das Ding, es war wirklich sehr, sehr einfach, den Lasern auszuweichen. Es war zwar von der ganzen Arena her ziemlich gut, aber ja, wenn man ein bisschen wusste, wie man mit der Knolle nach oben geht, und das hat man im Laufe der Zeit gelernt, kein Problem mehr. Natürlich ist es gut, wenn es eine Lernkurve gibt, aber die war etwas zu schnell. Deswegen würde ich den eher auf okay setzen. Aber der Ubo, der war wirklich interessant, weil da musste man sich ja Gumba schnappen und musste schauen, dass man von seinen Rasierklingen nicht getroffen wird. Dann musste man aber mit den Gumbas auf einen Punkt kommen, der hoch genug war, um von oben auf ihn drauf zu springen. Und das fand ich war eine relativ clevere Art und Weise, die Fangmechanik einzusetzen. Allerdings musste man eben wirklich aufpassen. Ja, wenn man zu wenige Gumbas hatte, wenn man zu schludrig war, dann konnte man nicht mehr nach oben und musste warten, bis er neue gespawnt hat. Daher würde ich ihn am Ende des Tages in gut einordnen. Auch wenn er, ich weiß gar nicht, ob der als offizieller Zwischenboss zählt. Aber er war auf jeden Fall spannend zu bekämpfen, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt nicht die gleichen guten, ja, die gleichen individuellen Fangmechaniken verwendet hat wie teilweise andere Bosse, die man hier gesehen hat. Ja, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass Super Mario Odyssey zwar ein paar ganz gut oder ein paar wirklich gute Endbosse hat, sogar ein paar, die wirklich großartig sind, aber die Stärke des Spiels sind nach wie vor nicht die Endbosse. Ja, ich meine gleich, gut,
5 finde ich gut zu haben, wobei ich 2 nicht mal als Endboss zählen würde, zumindest 3 nicht gut. Ist schon eine relativ große Anzahl. Aber das hat das Problem bei Nintendo häufig. Ja, diese Standardcharaktere wie die Koopalinge oder die Boodles in dem Fall, ja, die sind einfach häufig zu simpel gehalten. Das ist auf jeden Fall etwas, was sie verbessern können, aber immerhin alles, was nicht Boodle war, war zumindest okay. Also, vielleicht ist das Hoffnung für die Zukunft. Auf jeden Fall waren hier welche dabei, die ich sehr, sehr genossen habe. Jetzt würde mich eure Meinung zu dieser Thematik interessieren. Welche der, oder wie würdet ihr die Bosse einordnen? Stimmt ihr mit mir überein oder seid ihr gänzlich anderer Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sehr gerne mit euch darüber diskutieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr auf meinen Social Media Kanälen folgen. Und ansonsten die Glocke aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn ich weitere Videos hochlade. Ansonsten möchte ich zum Schluss noch meinen Kanalmitgliedern und Unterstützern Shorty, Ahmed Tendo, Ayumi, Herr Veljev, Domtendo, Michael, Borgdrohne, Arktinerd, der Feuerspucker, Justin, NGM64, Ace Puma, Strui, Future Saiyajin und JJ danken. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Man sieht sich bei hoffentlich weiteren spannenden Videos. Dankeschön und tschüss.